Well, I'm not the kind to kiss and tell, but I've been seen with Farrah. I've never been with anything less than a man so fine. I've been on fire with Sally Field, gone fast with a girl named Bo, but somehow they just don't end up as mine. It's a death-defying life I lead. I take my chances. I die for a living in the movies and TV. But the hardest thing I ever do is watch my leading ladies kiss some other guy while I'm bandaging my knee. I might fall from a tall building. I might roll a brand new car. 'Cause I'm the unknown stuntman that made Redford such a star. I've never spent much time in school, but I've told ladies plenty. It's true, I hire my body out for pay. Hey, hey! I've gotten burned over Cheryl Teagues, blown up for Raquel Welch. But when I wind up in the hay, it's only hay. Hey, hey! I might jump an open drawbridge or Tarzan from a vine. 'Cause I'm the unknown stuntman that makes Eastwood look so fine. Ein ewiger Verlierer. Aber er ist jetzt auf dem Weg nach vorn und das sieht so aus, als würde auch Spike Matthews heute nicht gewinnen können. Da kommt eine linke und nochmal und eine schwere rechte hinterher. Brannigan geht voll in den Mann rein und da nochmal. Links, rechts. Brannigan drängt Matthews mit schweren Schlägen in die Seile. Er schlägt beidhändige Kombinationen. Brannigan strahlt großes Selbstvertrauen aus und Matthews hat die Deckung viel zu weit unten, um den harten Schlägen auszuweichen. Aber da, Brannigan war anscheinend etwas unaufmerksam. Er muss zwei Schläge zum Kopf nehmen. Aber sofort kontert er und schüttelt die Attacke seines Gegners ab. Matthews versucht nochmal nach vorn zu gehen, aber Brannigan blockt ihn geschickt ab. Ganz ruhig, denk an deine Kondition. Brannigan wieder sehr selbstsicher seine Schläge aus, gegen die Matthews wirklich kein Mittel zu finden scheint. Eine linke gerade zum Kopf, die rechte hinterher. Das macht er wirklich ganz hervorragend. Oh, da muss Brannigan eine schwere rechte nehmen und der geht in die Seile. Matthews setzt sofort nach. Brannigan komm, geh zu Boden, Baby. Geh runter, geh runter. Brannigan ist angeschlagen und es scheint nur noch eine Frage der Zeit, wann er zu Boden geht. Aber da kommt er wieder mit einer rechten und einer linken hinterher. So einen Kampf haben wir hier wirklich lange nicht mehr gesehen. Donnerwetter, kann ich nur sagen. Da kommt der Gong. Der Ringrichter schickt die Kämpfer in die Ecke. Erst alle, Lou. In der nächsten Runde mache ich ihn fertig. Was redest du da für einen Blödsinn? Deine Birne sieht aus wie zwei Tage alter Hamburger. Ich kann das nicht mit ansehen. Lass doch nicht alles aus dir rausprügeln. Ich werde das Handtuch werfen. Hast du sie nicht alle? Ich fühle mich riesig. Ich schaffe es. Bin gut in Form. Du hast es gesehen. Ich habe ihn soweit. Mach dir keine Sorgen. Ich werde das Ding schon hinkriegen. So wie die letzten acht, okay? Die letzten acht Kämpfe waren gedeichselt. Der hier läuft korrekt. Was meinst du mit gedeichselt? Ich will dieses verdammte Spiel nicht mehr mitspielen. Du denkst immer, dass mir was passiert. Aber ich weiß, ich bin ein guter Boxer. Dies ist mein letzter Kampf. Und ich werde ihn gewinnen. Und nun haben sich die beiden Kämpfer wieder erhoben und die nächste Runde kann beginnen. Brannigan macht einen sehr guten Eindruck, aber ich bin mal gespannt, wie er die harten Schläge der letzten Runde verdaut hat. Er kommt gleich wieder mit einer linken. Und noch einer. Brannigan will wohl da anknüpfen, wo er in den ersten Runden begonnen hat. Und sein Trainer scheint ihm die richtige Marschroute mitgegeben zu haben. Er kommt jetzt wieder mit einer Rechts-Links-Kombination zum Kopf von Matthews durch. Matthews kommt mit einer rechten. Brannigan lässt sich aber nicht... Mr. Brazen wird es nicht gefallen, wenn Brannigan den Kampf gewinnt, Lou. Gewinnt? Der bietet den Leuten nur eine Show. Brannigan, komm mit einer rechten hinterher. Quatsch mich hier nicht voll, lauf zu deinem Boss. Wieso schwitzt du denn so, Lou? Es wäre besser, du würdest ihm sagen, er soll zu Boden gehen. Ich weiß, was ich meinem Jungen zu sagen habe. Irrtum, er ist nicht mehr dein Junge. Du hast seinen Vertrag an Brazen verkauft, das darfst du nicht vergessen. Hab's nicht vergessen. Wenn das aber bedeutet, dass ich euch Schleicher immer um mich rum habe, dann mache ich es lieber wieder rückgängig. Mr. Brazen hat viel in den Jungen investiert. Das Spiel da oben hat jetzt lange genug gedauert. Also sag dem Jungen, er soll keinen Mist bauen, okay?
Und wieder die schwere Linke zum Körper geschlagen und noch einmal die Linke. Wir bringen die Rechte zum Kopf und Matthews muss all diese Schläge ohne Deckung hinnehmen. Matthews muss jetzt schwere Körpertöpfe einstecken, die ihm die letzte Luft aus dem Körper pumpen. Es sieht nicht gut um ihn aus. Und da kommt eine harte Rechte ans Kinn. Matthews ist angeschlagen. Er ist schwer angeschlagen. Deutlich zu sehen, wie seine Beine langsam weich werden. Er klammert, kann sich kaum noch auf den Füßen halten. Flanagan stellt ihn sich jetzt zurecht. Ein rechter Körperhaken. Eine linke an den Kopf. Das muss der Knockout sein. Matthews geht schwer getroffen zu Boden. Der Ringrichter schickt Flanagan in die neutrale Ecke. Brannigan hebt jetzt schon die Arme, er weiß, dass er der Sieger ist. Brannigan schlägt Matthews mit K.O. in einem hervorragenden Kampf, den er eigentlich immer wieder sichere aus. Sieger aussah. Du hast gewonnen, mein Junge! Sieger durch K.O. der sechsten Runde, Leon Brannigan. Leon Brannigan, das war's. Leon Bum Bum Brannigan gewinnt zum neunten Mal hintereinander durch K.O. Und das Publikum feiert den Sieger. Brannigan ist ein sehr beliebter Mann in Las Vegas. Er hat einen sehr beeindruckenden Kampf. Na, was sagst du, Lou? Wir haben's geschafft, wir haben's geschafft. Ja, ja. Komm, wir haben jetzt keine Zeit. Hier laufen ein paar üble Burschen rum. Ich habe jetzt keine Lust, mit denen zu reden. Okay, wir können dann drehen. Kamera ab. Action! Es geht los, Kleiner. Oma läuft jetzt. Mach dich bereit. Also, Howie. Sobald Jody dich überholt, musst du dich sofort ranhängen. Alles klar, Colt. Es kann losgehen. Ich komme jetzt an deine Seite. Achtung, der Anker fliegt jetzt raus. Er ist dran. Hey, Colt. Wieder das Leiden aus dem Ersten Weltkrieg? Ja, ich hätte eben damals nicht das Leben der Bombe gehen dürfen. War ein toller Anblick, wie du durch das Schiff gesaust bist. Ja, da fällt mir ein, die Bank hat angerufen, du hast das Konto überzogen. Wir kriegen morgen einen Scheck von dem Job hier. Ich weiß, was gut ist für deinen Rücken. Weiß ich selbst, eine halbe Stunde in der heißen Wanne. Quatsch, damit kannst du nicht alles reparieren. Was dir fehlt, ist die professionelle Berührung einer erfahrenen Frau. Nicht heute Nacht, Howie. Abwarten bitte, das wird einen vollkommen neuen Menschen aus dir machen. Donnerwetter, das ist wirklich toll. Jetzt weiß ich, wie einem Kuchenteig zumute sein muss. Völlig richtig, Colt. Sie würde ich noch mit Streuseln bestreuen und backen. Ich habe schon immer gewusst, dass ich mal grässlich ende. Tut das weh, wenn ich das mache? Nein, es ist äußerst angenehm. Ich hoffe, ich störe nicht bei irgendwas. Rette mich, Terry. So, wir sind fertig. So, wir können dich wieder anziehen. Und wenn ich sie wäre, würde ich ein paar Tage nicht rumhüpfen wie ein junger Bock. Rumhüpfen? Ich habe schon allergrößte Mühe mit dem Aufstehen. Was hast du auf dem Herzen, Terry? Weiß jemand von euch noch, wer Lou Carnesco ist? Er könnte wohl den miesesten Ganoven von ganz Amerika vergessen. Was hat er denn diesmal ausgefressen? Er hat ein illegales Würfelspiel aufgezogen. Und du hast wieder mal für die Kaution garantiert. Nun, ich gebe zu, ich könnte mich diesmal ein wenig getäuscht haben, aber dieser Fehler wird sich leicht korrigieren lassen. Hör zu, er wurde vor ein paar Tagen in Las Vegas gesehen und ich bin guter Hoffnung, dass du... Das kannst du sofort vergessen, ich habe nichts am Hut mit diesem Wurm. Ja, eine Menge schmerzvoller Erinnerungen. Ach kommt, hört auf, der muss doch zu finden sein. Lou zu finden ist nicht das Problem, aber ihn aus Las Vegas rauszukriegen, das ist eine ganz andere Geschichte. Der Ärger mit ihm ist eine Ewigkeit her, die Menschen ändern sich. Wenn es um den geht, muss das nichts Gutes bedeuten. Beim letzten Mal wären wir beinahe draufgegangen. 2000. 3000, das ist aber mein letztes Angebot. Terry, es hat sich immer und immer wieder erwiesen, dass eine soziopathische Persönlichkeit wie Lou sich nie und nimmer ändern wird. Ich kann dir also versichern, dass unsere Antwort, ich meine Colts und meine... 4000. Genau. Was wird denn das? Ich kaue immer noch am ersten Bissen. Sie haben ja ein uraltes Rind mit Krampfadern serviert. Noch etwas Wein, Sir? Das nennen Sie Wein? Ich wette, Ihre Frau verwendet das als Nagellackentferner. Wir haben noch nie irgendwelche Klagen gehört, Sir. Ja, weil Tote hinterher nicht mehr sprechen können. Lass uns einfach teilen und... Bringen Sie die Rechnung und machen Sie nicht zum Betreten des Gesicht. Hey, Moment mal, habe ich jetzt Anteile an dem Lokal? Hier,
und ziehen Sie 5% vom Rechnungsbetrag ab. Der Service war nämlich unter aller Würde. Lou, du wolltest doch was Wichtiges besprechen. Leon, in 2 Wochen kämpfst du gegen Marty Bollen. Ich habe aufgehört, Lou. Und das ist endgültig. Was wollen Sie? Da ist ein Telefongespräch für Sie, Sir. Sagen Sie, ich bin gestorben. Leon, du darfst auf keinen Fall wieder anfangen. Du hast es versprochen. Und ich werde mein Wort nicht brechen. Glaubst du, dass er da drin ist? Vor ein paar Stunden habe ich mit Brannigan gesprochen und er wollte sich hier mit Lou treffen. Aber nichts, was mit ihm zu tun hat, ist jemals glatt gegangen. Na, wie geht's, Lou? Mann, du musst ja knackvolle Taschen haben. Ist doch ein irre teurer Laden hier. Du bist dämlich, Lou. Mr. Brayson findet das unerfreulich. Man darf doch so einen wichtigen Mann nicht aufs Kreuz legen. Der Vertrag ist für Mr. Brayson nichts wert, wenn Brannigan nicht boxt. Mr. Brayson hat eine Menge Geld auf den letzten Kampf gesetzt und hat es verloren. Und obendrein hast du noch seinen Anteil an der Börse eingesteckt. 20.000. Das ist alles nur ein Missverständnis. Ich habe einfach nur vergessen, ihm die 20 Riesen zu bringen. Keine Sorge, Jungs, ich habe das Geld in meinem Auto. Kommt, ich zeig's euch. Sieh was, ich werd verrückt, ich trau meinen Augen nicht. Ach, du hast es nicht vergessen. Wie könnte ich das jemals? Oh Mann, der sieht ja immer noch so dämlich aus. Was machst du denn hier? Hast du zufällig den Namen Terry Michaels schon mal gehört? Du arbeitest immer noch für das Baby Colt? Das ist ja toll! Das Dumme ist nur, dass es mit dir zusammenhängt. Das ist mir alles egal. Einen Augenblick habe ich geglaubt, Selma hätte euch geschickt. Selma? Oh Mann, die absolute Horrorfrau. Meine Ex-Frau. Gehen wir, Jungs. Die Justiz wartet. Colt, haben wir den Film nicht schon mal gesehen? So wie damals, Kleiner. Komm, das Ende von dem Scherz wollen wir nicht erleben. Ich werde nur warten, bis Gesuch wartet! Fahr doch schneller! Siebes, fahr schneller! Ich wette, hier draußen finden die uns nie. Also, Lou, wer waren die Jungs mit den Kanonen? Spuck's aus. Weiß ich nicht. Ich dachte, die wären hinter euch her. Klar, und du bist so Garant, um für den Stadtmarathon von Boston zu trainieren. Können diese Augen lügen? Ja. Reichlich. Da will ich mal ehrlich sein. Und was passiert? Du hast mit Ehrlichkeit so viel zu tun wie eine Kuh mit Rumba tanzen. Von wem hast du die Sprüche? Von meiner Ex-Frau? Was muss das für eine Frau sein, die einen wie dich heiratet? Du weißt doch, jeder Topf findet einen Deckel. Da hat man mal eine schwache Stunde und muss schwer bluten. Diese Braut hat mir die besten 6 Wochen meines Lebens gestohlen. Lass uns bitte nicht darüber sprechen, was du ihr gestohlen hast. Weißt du, was mein Problem ist? Ich sehe zu gut aus. So ein Pech gibt's doch einfach nicht. Johnny Green hat sich den Mittelhandknochen an der linken Hand gebrochen und wir haben 4 Stunden Satellitensendezeit gekauft. Eine Vorauszahlung vom Kabelfernsehen plus den damit verbundenen Werbespots. Woher sollen wir jetzt so kurzfristig Ersatz für Johnny nehmen? Erinnerst du dich an Rocky? Ja, immer die Treppen rauf und runter. Du meinst, wir sollen einem Einheimischen eine Chance bieten? Einem Jungen aus Las Vegas? Hey Mann, das wäre vielleicht wirklich ein Knaller. Das nennt man den amerikanischen Traumbaby. Die Chance des Lebens für einen niemand gegen den Größten zu boxen. Gegen mich, den Weltmeister im Schwergewicht. Die Fans werden es fressen. Ich meine, auf sowas ist jeder scharf. Ja, jetzt müssen wir nur noch einen finden. Wie wär's denn mit dem Knaben, den wir letzte Woche im Fernsehen gesehen haben? Bum Bum Brannigan? Mhm, guter Junge. Ich weiß nicht, Champ, der hat ziemlich viel Fahrt drauf. Okay, umso besser. Ich will nicht ein feuchtes Handtuch boxen. Ich meine, die Fans sollen was für ihr Geld kriegen. Ja, denk aber dran, was in dem Film passiert ist. Er ist kein Rocky. Und ich bin kein Apollo Creed. Ich glaube, hinter uns ist keiner. Erzähl mal, was für ein spatzengehirniges Ding du diesmal drehst. Wär ich niemals. Hast du jemals daran gedacht, dass ein Mensch sich auch ändern kann? Ja, du wirst immer mieser. Komm, erzähl die Geschichte. Okay, okay. Ich habe vergessen, ein paar Schulden zu zahlen. Die sind fähig, mich dafür umzulegen. Dann wird's dich ja freuen, Los Angeles wiederzusehen. Würdest du dir was ausmachen, unterwegs nochmal zu halten? Wir werden an genug Tankstellen vorbeikommen, Lou. Ich will mich von einem Freund verabschieden. Das ist ja bestimmt ein sauberes Früchtchen. Weißt du, was dein Problem ist? Du wirst von Tag zu Tag immer dämlicher.
Der Junge ist völlig hilflos. Wenn ich weg bin, macht er nur Blödsinn. Wenn einer mit dir was zu tun hat, dann ist das bereits der Blödsinn. Jungs, es dauert höchstens eine Viertelstunde. Und wer ist der Ärmste, der ohne dich nicht leben kann? Lou, was ist passiert? Wieso bist du denn vorhin so plötzlich weggerannt? Ach, ich habe mich irgendwie nicht wohl gefühlt. Mein Magen konnte das Essen nicht leiden. Lou, Telefon! Für mich? Fabelhaft, es wird meine Mutter sein. Ja, Lou Canesco hier. El Prince. Ja, ich weiß nicht, Al. Ich muss mir erst mal die Termine ansehen. Ja. Lou, mein Arm. Schneid ihn ab. Leon, es ist der Champ. Was für ein Champ denn? Es gibt nur einen Champ, der heißt Larry Holmes. Und was hat das mit mir zu tun? Holmes will um den Titel gegen dich antreten. Denke an das, was du gesagt hast. Das ist die Erfüllung all unserer Träume. Eine einmalige Chance, verdammt, Leon. Nein. Ich kann nicht, ich hab's versprochen. Weißt du, was das heißt? Es geht um Millionen. Die Chance deines Lebens, Leon. Du darfst nicht Nein sagen. Du darfst es nicht. Brenda, sag ihm, er soll vernünftig sein. Ich kann ihm das nicht sagen. Was ist mit dem Haus, von dem du mir geträumt hast? Ihr werdet ein Leben lang abgesichert. Er hat recht, Brenda. Was habe ich dir denn sonst zu bieten? Zum Beispiel deine Liebe, Leon. Ich habe nie mehr verlangt. Ich brauche dieses Geld nicht. Ich müsste nur einen Kampf machen. Nur einen Kampf um die Weltmeisterschaft. Und ich wäre aus allem raus. Du weißt, was ich davon halte. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Meinen Sie auch, dass er kämpfen sollte? Meine Meinung ist hier nicht wichtig. Wenn Sie dagegen sind, dass er gegen Holmes kämpft, wird das, glaube ich, nicht tun. Das ist alles, was ich will. Ich glaube, nur wenn Sie ihm das nehmen, wird er Ihnen das niemals verzeihen. Ich habe Angst um ihn. Ich möchte nicht, dass er verletzt wird. Ich glaube nicht, dass Sie ihm damit helfen. Ach, ich will Sie nicht hinhalten, Al. Natürlich will der Kleine es machen. Also gut, Leon. Alles klar, keine Probleme. Schicken Sie den Vertrag rüber. Ach, noch eine Kleinigkeit. Ich möchte, dass in bar ausgezahlt wird. Wir sind auf dem Weg, Junge. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Lou, wir haben da noch ein kleines formelles Problem. Ich kann nicht am Ring sein, wenn du kämpfst. Hey, was ist denn hier los? Er muss sich in Los Angeles sehen lassen. Und wir begleiten ihn, okay? Aber Lou ist mein Manager. Ich bin nichts ohne ihn. Ich kann nicht ohne ihn kämpfen. Ich brauche ihn einfach. Ich glaube, es wird jemand bei Ihnen sein, der Ihnen genauso helfen wird. Wenn er nicht hier ist, dann kann ich nicht kämpfen. Es geht nicht. Wir werden Lou hier erledigen. Nein, immer ganz ruhig. Wir haben zu viele Zeugen hier. Wir warten. Es hat keinen Sinn, Junge. Die kennen das Wort Mitleid nicht. Bitte. Der Kampf ist in 3 Tagen. Alles, was ich möchte, ist, dass er während des Kampfes bei mir ist. Und nicht eine Sekunde länger. Und dann können Sie ihn mitnehmen, ich verspreche es. Geben Sie mir eine Chance. Na gut, Sie können ihn haben. Danke. Komm, Liebling. Colt, ich bin richtig gerührt. Seit wann bist du denn Romantiker? Wirst du jetzt für mich schwärmen? Ich möchte dir danken. Es war schwer für dich. Und ich werde es dir niemals vergessen. Es ist dein Leben. Ja, aber mein Leben gehört zu deinem. Wir sollten jetzt aufhören, darüber zu reden. Du tust es und das ist alles. Brenda, es wird mir nichts passieren. Und wenn es vorbei ist, dann fängt alles erst an. Wenn es doch schon vorbei wäre. Glaubst du nicht, dass ich weiß, was ich tue? Ich will es dir mal ganz deutlich sagen. Ich will keinen Mann mit einem völlig kaputten Gehirn und einem zerschlagenen Gesicht. Ich weiß genau, dass es vielen Boxern so geht. Hab keine Angst. Ich werde daran denken. Deine Freunde sind vor der Tür. Ein Weißer und ein Schwarzer? Einer von uns muss da rausgehen. Ich habe eine Kriegsverletzung. Wir machen die alte Nummer, Howie. Behalt ihn im Auge. Mhm.
hat denn der vor? Vielleicht will er ein gebrochenes Bein schienen. Sei bereit, wenn ich dir ein Zeichen gebe. Und du glaubst, das funktioniert? Hat immer funktioniert. Was wollt ihr machen? Abfahren. Hinterher. Wir brauchen einen sicheren Platz, wo Leon trainieren kann. Kein Problem, ich weiß genau das Richtige. Eden, oben in den Bergen. Wir nehmen die ganze Ausrüstung mit einem transportablen Ring und dann gehen wir an die Arbeit. Das passt aber nicht alles hinten drauf. Ach nein? Denkst du? Du bist bei Luke Carnesco, da geht alles. Sag mal, diese Riesenwanne hier hast du wohl aus dem Unabhängigkeitskrieg, was? War die Kiste teuer? Genau 150. Da vertraue ich mein junges Leben diesem Ungetüm an. Die alten Schlachtrösser sind die sichersten. Als sie die Ausrüstung gekauft haben, hat Carnesco erzählt, dass sie zum alten Trainingslager rausfahren. Na ja, dann müssen sie eigentlich hier vorbeikommen. Da sind sie. Jetzt kriegen wir sie. Ach, lass mich ans Steuer, Lu. Verschwinde. Scheinen die böse zu sein. Du solltest schneller fahren. Stopp! 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 Kult, das schafft ihr nie! Angeln! Angeln! In Deckung! Ach. Seid ihr denn völlig wahnsinnig geworden? Ich werde... Seht euch mal meinen schönen Bus an, der ist doch jetzt nichts mehr wert. Colt! Ich gebe dir mein Wort, Colt. Ich will nie wieder lügen, wenn wir das schaffen. Dieser Kerl ist verrückt. Da können wir durch. Nein, das ist viel zu eng, das schaffen wir nicht. Ich will für den Rest meines Lebens in ein Schweigekloster. Du solltest doch nie wieder lügen. Ruiniert, das waren 2,5 Scheine. Wie geht's nun weiter? Wir fahren zurück, sammeln die Trümmer ein und damit machen wir einen Schrotthandel auf. Lu? Was? Halt die Klappe.
Ich weiß nicht, wer die sind. Würde ich dich je anlügen? Schon, wenn sich deine Lippen bewegen. Das trifft mich tief, Colt. Es wird dich noch viel tiefer treffen, Luke. Okay, okay. Diese Jungs arbeiten für einen Ganoven namens Mel Brazen. Er hat mich genötigt. Ich wollte, dass sich Leon in seinem letzten Kampf einfach hinlegt. Er hat ihn aber gewonnen. Er hat getobt wie Nashorn. Aber egal, wir lassen uns sowas nicht gefallen, nicht wahr, Junge? Sag mir eins, wie lange ist das schon so gelaufen? Eine ganze Weile. Also, alle 8 Kämpfe, bevor Messius dran war. Ich wollte es dir ja sagen. Ja, hättest du tun sollen. Also alle 8 Kämpfe waren gedeichts. Er hat mir die Kanone auf die Brust gesetzt. Er hatte ihn in der Tasche. Er hatte was in der Tasche? Es ging mir wirklich immer nur um Leon. Was hatte er? Ich konnte nicht anders. Ich musste ihm den Vertrag verkaufen. Ich war einfach nur noch Fassade. Entweder das oder ich wäre dran gewesen. Du weißt, ich kann den Tod nicht leiden. Und das ist alles, ja? Nein, das ist bestimmt noch nicht alles. Weiter. Ich habe Brazen ein bisschen Geld vorenthalten. Dann würde ich es ihm ganz einfach wiedergeben. Das geht nicht. Ich hab's verloren. Wo hast du es verloren? An einen Buchmacher. Oh, ich glaube das einfach nicht. Du hast gegen mich gewettet? Ich hab's für eine sichere Sache gehalten. Ich möchte am liebsten alles hinschmeißen. Das wäre der größte Blödsinn, den du machen kannst. Du wolltest eine Chance auf den Titel und jetzt hast du sie. Du darfst sie nicht wegschmeißen. Das Einzige, was du wegschmeißen musst, ist der Typ neben dir, verstanden? Wenn das so einfach wäre. Ich brauche ihn für den Kampf. Danke, ich werde dich nicht enttäuschen, das verspreche ich dir. Können diese Augen lügen? Die Linke! Die Linke! Noch. Ja, so. Gut. Ja. Gut. Die Linke jetzt. Gut, Leon. Die Linke. Und jetzt die Rechte. Sei ganz locker. Du würdest einen lausigen Stuntman abgeben. Ach ja, wirklich? Ja, du bist viel zu schnell für mich. Hat's etwa wehgetan, Colt? Unsinn. Colt hat schon gegen 4 Meter große Waldaffen geboxt. Los, Leon, hau mal mit aller Kraft zu. Mit aller Kraft drauf! Ja, richtig so! Bist du verrückt, Kleiner? Oh. Vergnügt euch nur weiter, Jungs. Ich gehe ein bisschen frische Luft schnappen. Du gehst mit. Wenn der so weiter an mir dran klebt, glaube ich, er ist ein Schmarotzerpilz. Mach hey, was ist das noch? Ich wollte immer einen erstklassigen Kämpfer haben, Lou. Mel, halte dich an mich und du wirst mehr Geld machen, als du je vernaschen kannst. Falls nicht, kriegt Brannigan einen neuen Manager. Und du? Ein 3. Klasse-Begräbnis. Du hast keine Ahnung, er würde ohne mich niemals in den Ring gehen. Ich bin wie sein Vater. Und wenn er weiß, dass du drin hängst, hast du nichts weiter als ein Stück Papier. Was meinst du denn, wer ihn dazu überredet hat? Meister Lou! Okay. Okay. Aber wenn... Komm her. Ich will kein einziges Problem. Nur ein Problem. Und ich will einen Punchingball mit deinen miesen Stücken. Und es war wirklich nicht Lou? Auf keinen Fall. Sie haben ihn zuerst umgehauen. Was ist hier los? Macht ihr Urlaub? Wo warst du? Ich war unterwegs. Komm uns jetzt nicht mit deinen dummen Sprüchen. War's Brazen? Wer sonst? Ich wette, er will, dass ich mich umhauen lasse. Schon verloren. Er will einen Champion. Ich kämpfe niemals für diesen Mistkerl. Dasselbe habe ich ihm auch gesagt. Und was noch? Na komm schon. Ich habe ihm gesagt, dass Bum Bum seinen vollen Anteil kriegt. Und was wird mit dem Rest der Börse? Wir haben einen Kompromiss geschlossen. Brazen kriegt den ganzen Rest. Ladies and Gentlemen, zu Ihrer Information, die Börse für den heutigen Kampf beträgt 4,5 Millionen Dollar. Und nun dürfen wir Ihnen vorstellen, einen der größten Boxer in der Geschichte dieses Sportes. Hier ist der legendäre Sugar Ray Robinson. Danke, Chuck. Und weiterhin dürfen wir mit viel Applaus willkommen heißen den früheren Weltmeister Archie Moore! Hey, Champ, wie fühlen wir uns heute, hä? Okay, Archie, alles okay. Du siehst gut aus, mein Junge. Hau ihm die Nase platt. Danke, vielen Dank. Und weiterhin darf ich Ihnen noch nie so viele Champignons auf einem Haufen gesehen. Ist das nicht Wahnsinn, Colt? Was da alles wieder bei mir wach wird. Ja, was denn? Na, meine Jugend. Ich war 5. bei den Vorkämpfen für die Universitätsmeisterschaft damals. Toll, kleiner, toll. Applaus für... Bobby Chaco!
Alles klar, ja. Viel Glück. Kommen wir jetzt zum Hauptereignis des Abends, den 15 Runden Hauptkampf um die Weltmeisterschaft im Schwergewicht. Zu meiner Rechten der Herausforderer mit 205 Pfund, Leon Bum Bum Brennigan. Und in der Ecke zu meiner Linken, und ich glaube kaum, dass ich ihn extra vorstellen muss, der Mann aus Pennsylvania. Er ist der ungeschlagene Weltmeister im Schwergewicht. Ladies and Gentlemen, Larry Holmes. Jungs, ich erwarte von euch einen sauberen Kampf. Und wie es sich für einen echten Herausforderer gehört, geht Brannigan sofort in den Champion hinein. Er wird ihm zu zeigen versuchen, dass er keinerlei Respekt vor ihm hat. Aber natürlich kann er mit seinen ersten wilden Attacken den Champion beunruhigen. Und schon ist das passiert. Vorsicht, Leon! Brannigan hat diesen harten Start so schnell weggesteckt und fightet sofort wieder zurück. Er schürt keinen Respekt vor dem großen Larry Holmes. Brannigan zeigt viel Courage und ich frage mich, wie Holmes antworten wird. Bei seinen letzten Kämpfen wissen wir alle, dass Brannigan ein großes Talent ist. Aber trotzdem ist Larry Holmes, der Champ, natürlich als hoher Favorit in diesen Kampf gegangen. Brannigan wird sagen, wie er mit der unglaublich schweren Rechten vorwärts werden kann. Denn das war's, was bisher in allen Kämpfen von Holmes den Ausschlag gegeben hat. Diese furchtbare Rechte. Holmes legt jetzt etwas Tempo zu und bringt den Herausforderer an arge Bedrängnis. Er schlägt Rechts-Links-Kombination. Das meiste landet auf der Deckung von Brannigan. Und in der zweiten Runde marschiert Holmes weiter. Er lässt den Herausforderer nicht zur Ruhe kommen. Brannigan liefert aber vorwärts, Bum Bum. Wann ist die Übergabe unseres Anteils? Gleich nach dem Kampf. Und Vorsicht, diesmal wollen wir uns nicht reinlegen lassen. Der Champ lässt es jetzt etwas ruhiger angehen. Er scheint nach einer Lücke zu suchen, durch die er mit seinem rechten Hammer zum Kopf des Gegners durchkommen kann, um ihn entscheidend zu treffen. Aber die Linke! Bring die Linke! Aber er hat bisher noch nicht das richtige Mittel gegen Holmes gefunden. Brannigan wird sich nicht einfach hinlegen, nur weil er so viel Respekt vor dem Champ hat, Ladies and Gentlemen. Oh nein, Brannigan ist ein sehr couragierter Kämpfer, der seine Chance sucht und kommt weiter so, Leon! Einen großen Namen zu machen. Brannigan entdeckt eine kleine Schwäche von weiter so! Der Champ ist nicht besonders schnell auf den Beinen, aber da kommen wieder zwei harte, schnelle Schläge von Holmes. Brannigan fightet sofort zurück. Er versucht, den Meister nicht zum Kopf kommen zu lassen. Vorwärts, Leon! Im Moment einen sehr schönen Kampf. Ich habe das Gefühl, dass beide bemüht sind, die Deckung, die Deckung, in Entscheidung zu kommen. Wobei die enorme Schlagkraft von Holmes ihm einen enormen Vorteil bietet. Und da kommt der Gong. Du steckst viel zu viel ein, mein Junge. Du musst besser auspendeln. Hast du mich gehört? Wenn zu viel wird, leg dich hin. Ich gehe über die volle Distanz. Der Bursche hat wesentlich mehr drauf, als ich gedacht habe. Aber jetzt mache ich Schluss. Und nun die dritte Runde. Wollen wir hoffen, dass der Kampf so weitergeht, wie er bisher war. Eine Rechte von Brannigan. Aber der Champ treibt ihn zurück. Komm, Bum Bum, vorwärts! Hängt Brannigan jetzt gegen die Seile. Er versucht, ihn festzunageln. Und er deckt mit Schwert. Jetzt greife ich ein. Sieht nicht gut aus für Brannigan. Holmes hat ihn schwer angeschlagen. Brannigan ist angeschlagen. Verzweifelt versucht er sich vor den Hämmern des Schwerts. Komm, Bum Bum, komm raus! Er muss die Schläge des Champs nehmen. Er schafft es nicht, aus der Ecke herauszukommen. Brannigan ist nicht mehr in der Lage, zurückzuschlagen. Ich weiß nicht, wie viel von diesen furchtbaren Schlägen Brannigan verdauen kann. Aus der Ecke raus! Aber da, Brannigan kommt, er marschiert nach vorne. Brannigan macht das einzig Richtige, er kämpft. Man sieht deutlich, dass er hier nach hinten werfen will. Aber Holmes lässt sich nicht beeindrucken. Mit stoischer Ruhe schlägt er zurück. Denk an deine Deckung! Jetzt will es Holmes wieder wissen, er drängt den Herausforderer zurück. Er will ihn wieder in die Ecke haben und er deckt ihn mit einem Hagel von Schlägen ein. Und wieder scheint Brannigan schwer angeschlagen zu sein. Rechts, links, Brannigan versucht es wieder mit der Doppeldeckung. Aber er muss schwere Körpertreffer einstecken. Der junge Herausforderer bekommt hier eine furchtbare Lektion. Und wieder links und die rechte. Er gibt ihm keine Möglichkeit, aus den Seilen herauszukommen. Es sieht so aus, als würde der Champ im Kampf jetzt ein Ende bereiten. Aber Brannigan steht immer noch auf den Beinen. Und jetzt, Ladies und Gentlemen, das muss das Ende sein. Der Ringrichter beendet den Kampf. Brannigan ist kampfunfähig. Brannigan ist am Ende. Tapferer Herausforderer ist geschlagen. Und der alte und neue Weltmeister im Schwergewicht heißt Larry Holmes. Larry Holmes! Brannigan hat einen Kampf geliefert, der den Champ mehr gefordert hat, als jeder sich vielleicht vorstellen konnte. Das Publikum ist begeistert. Was für ein großer und dramatischer Kampf. Hören wir, was Jimmy Lang zu sagen hat. Ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten, nach 1:50 der dritten Runde, der Winner durch technischen K.O., der Titelverteidiger, der alte und neue Schwergewichtsweltmeister, Larry Holmes.
Sie hören es, der alte und neue Weltmeister heißt Larry Holmes. Aber unser Respekt gilt dem tapferen jungen Herausforderer, Leon Brannigan. Bist du sicher, dass alles okay ist? Es geht mir gut. Ich darf nur nicht in den Spiegel sehen. Für einen Augenblick habe ich gedacht, du könntest gewinnen. Und wann war das? Kurz bevor der Kampf anfing. Ich bin sofort wieder da, Colt. Ich ziehe mich nur um und hol das Geld. Colt, wenn du nicht gewesen wärst, hätte ich es nicht so weit gebracht. Danke. Schon gut. Moment, Moment. Du willst mir doch wohl nicht ein Stück Papier geben. Was soll das, Al? Wieso nicht? Ich habe dir gesagt, ich will Bargeld. Und ich glaube auch, dass wir das abgesprochen hatten. Ich habe dir gesagt, ich will Bargeld, Al. Du willst 250.000 in bar auf die Hand? Ich möchte wissen, wo Lou bleibt. Da ist er. Komm rein, Lou. Hallo, Champ. Hey, alles klar, Leute? Champ, hallo. Champ? Ja, es war ein beachtlicher Kampf, Junge. Danke, Champ. Du warst auch nicht der Schlechteste. Lass uns auf deine Zukunft trinken. Auf unsere Zukunft. Wo ist Lou? Ist er noch nicht zurück? Von wo? Aus meinem Büro. Er wollte den Scheck als seinen Anteil nicht annehmen. Er wollte Bargeld. Jedenfalls sind Lou und das Geld verschwunden. Ich kann das nicht glauben. Wie kann er denn so etwas nur tun? Weil Blaubeeren blau sind und Lou Lou ist. Komm, lass uns gehen, Brenda. Ich dachte, Sie hätten mich erwischt. Was war das, ein Streit unter Dieben? Glaubt ihr wirklich, ich wollte mit dem Geld durchbrennen? Ja. Seid ihr verrückt? Wenn ich das gewollt hätte, dann wäre ich jetzt schon irgendwo drüben in Mexiko. Ich habe versucht, es vor diesen Schakalen zu verstecken. Es hat bloß nicht funktioniert. Wieso wolltest du unbedingt Bargeld? Ganz einfach, wegen Selma. Selma ist doch deine berühmte Ex-Frau. Genau, die Schlange mit den 7 Köpfen. Die liebe Lady hat mein Bankkonto pfänden lassen. Also wollte ich natürlich keinen Scheck. Das wäre alles von Selma eingesteckt worden. Oh, komm, Lou, das kann ich nicht glauben. Du warst wirklich mal anständig? Ja. Das ist anscheinend nicht das Beste. Wir werden ja sehen. Du spinnst doch wohl, Lou. Oh nein, keineswegs, Brazen. Entweder du rückst das Geld raus oder ich erzähle alles der Polizei. Das würde verdammt peinlich werden. Ich weiß genug über dieses Thema, um 3 Wochen lang jeden Abend 2-mal darüber zu singen. Lou, du musst wirklich den großen Wunsch haben zu sterben und ich werde ihn dir erfüllen. Komm mir bloß nicht mit deinen ausgeleierten Drohungen, du Vorstandsschlitzohr. Ich bin in einer Stunde bei dir. Du solltest es bereithalten. Oder du wirst etwas erleben, was dich aus deinem feinen Anzug raushaut. Der wird mir doch nie das Geld geben. Er wird versuchen, mich umzulegen. Das ist es, womit wir rechnen. Spitze. Absolute Spitze. Hey, Lou. Irgendwann wird mal einer kommen und euch unter seine Walze legen und platt machen. Wir wussten, dass du uns gut leiden kannst, Lou. Na sowas, wen haben wir denn da, Lou? Also, du bist scharf auf dem Geschäft. Es fällt mir wirklich schwer, dich zu verstehen. Ich kann's nur so erklären. Du bist so etwas wie geistesgestört. Mel, wenn ich jemals was gesagt habe, was dich beleidigt hat, ich hab's so gemeint. Witzig, Lou.
wirklich witzig. Wenn du drin bist, dann weißt du, was du zu tun hast. Aber was passiert, wenn es nicht funktioniert? Dann schick keine Blumen. Noch lieber eine Spende an den Verein für fehlgetretene Boxmanager. Privatlieferung für Mr. Bresson. Ich soll das direkt in seinem Büro abliefern. Wir in mein Büro. Ich bleibe lieber hier, wenn's recht ist. Wenn ich all diese netten, lebenden Menschen sehe, habe ich so ein sicheres und warmes Gefühl. Das ist eine Illusion. Gehen wir. Ich weiß nie, wann du aufhören musst, nicht wahr? Wo bringt ihr mich hin? In mein Büro. Werde ich an einen Stuhl gebunden, um mich zu Tode zu langweilen? Nochmal, er hat das Geld und die Papiere. Worauf wartet ihr? Schnappt ihn euch! Gib kräftig Gas, hau ich. Keine Sorge, Colt, ich krieg das schon hin. Das ist eine Sackgasse. Oh, hier hast du Flügel? Jetzt haben wir sie, da kommen sie nicht mehr raus. Mach nichts, ich schaff das schon. Ich sehe uns schon im Leichenwagen. Ich habe die letzte Rate noch nicht bezahlt, Howie. Ist nur eine ganz kleine Beule, Colt. Das kriege ich mit Spachtelmasse wieder hin. Du solltest dir merken, alles ist besser als Selma. Hin. Hier kommen wir nie wieder raus. Ganz ruhig, ich weiß schon, was ich mache, Lou. Ich glaube es nicht. Oh. Da unten können Sie nur noch rechts abbiegen. Ich werde Ihnen den Weg abschneiden. Ich glaube, wir können Sie an der Kreuzung festnageln. Ah, da sind Sie. Jetzt haben wir Sie. Oh ja, auf die Rampe. Rampe? Fahr doch bitte auf der Straße, wie alle anderen auch. Oh nein, nein! Sehr ordentlich, Kleiner. Jetzt reicht's mir aber für heute. Keine Sorge, wir kriegen sie. Wann wollst du ihn aus? Gleich morgen früh, ich verspreche es. Nach rechts, Hoi. Woher weißt du? Alles Instinkt. Siehst du sie irgendwo? Nirgends. Los, weiter. Da sind sie.
Los, hinterher. Hinterher? Es ist besser, der Jäger als der Gejagte zu sein. Ich hoffe, du willst da nicht drauf fahren. Pass gut auf. Aue, ich finde, die eine Beule ist wirklich... Nein! Oh, wo bist du? Das ist doch eine benzinsparende Art des Fahrens, nicht wahr? Colt, ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen das jemals danken soll. Nur keine Sorge. Oh, ich hole Lou vom Telefon und lass uns fahren. Ja. Lou, wir... Ich rufe später nochmal an. Ich habe eine 100.000-Dollar-Zusage für einen Kampf gegen Valdez nächsten Monat. Würdet ihr den Kerl wohl rausschaffen? Komm, wir haben noch eine lange Fahrt vor uns. Colt, nach allem, was wir gemeinsam durchgemacht haben, da lässt du diese Terry Michaels unsere Freundschaft kaputt machen? Darüber habe ich auch gerade nachgegrübelt. Ach was, wirklich? Dann wurde mir aber plötzlich klar, dass wir keine Freunde sind. Ich sag dir was, Sievers, dann schießen wir die Sache aus. Du wirst mich nicht mitnehmen. Wo ist Carnesco? Wo ist dieser billige, verlogene Trickbetrüger? Ich werde dir sämtliche Knarren. Wir nehmen die Hintertür. Worauf warten wir noch? Was denkst du? Gegen Diva Attila, der Hundenkönig, ein Schoßhündchen. Eins, zwei...